Im MoMA PS1, der hippen Zweigstelle des New Yorker Museum of Modern Art, sind wir mit einer marokkanischen Künstlerin verabredet. Meriem Benani, bekannt durch ihre absurd komischen Videos im Netz, macht gerade mit einem Projekt namens Firdaus Fanjab von sich reden. In dieser Webparodie einer Reality-Show geht es um Firdaus, eine Designerin, die sogenannte Fanjabs entwirft, islamische Schleier der etwas anderen Art. Sag mal, Meriem, macht Firdaus auch Schleier für Männer? Noch nicht, aber es gibt ein paar Unisex-Accessoires, wenn euch das interessiert. Ob als Sportbekleidung für Tennisspielerinnen oder mit praktischer Handtaschenfunktion. Der Fanjab, eine Kombination aus Fan und Hijab, greift die Kopftuchdebatte auf, die in Europa die Gemüter erhitzt. Seit Beginn des Projekts 2014 kreiert die Figur der Firdaus immer raffiniertere Modelle. Es gab zum Teil heftige Reaktionen auf das Projekt, was mich ein wenig überrascht hat. Ich bin da vielleicht naiv, aber die Fanjab sind doch derart überzeichnet. Es könnte sie im wahren Leben gar nicht geben. Ich sehe das eher wie ein Cartoon, wo die Dinge nicht dieselbe Bedeutung haben wie in der Realität. Dennoch wirken sie sich auf die Realität aus, weil es eine Art kritischer Spiegel ist. Meriem Benani lebt seit 7 Jahren in New York. Für ihre erste institutionelle Ausstellung Fly hat sie eine Videoinstallation geschaffen, in der sie private Smartphone-Aufnahmen aus Marokko verwendet. Die 28-Jährige, die an der Pariser Art Deco und der berühmten New Yorker Cooper Union studiert hat, arbeitet oft mit Animation. Nicht nur im Museum, sondern auch in den sozialen Netzwerken, wo sie verfremdete Musikvideos postet, wie hier Wicked Game von Chris Isaac in islamisch korrekter Fassung oder Drunk in Love von Beyoncé als Basketball-Remix. Ich stelle mir gerne vor, wie viel Arbeit hinter so einem Video steckt. Von der Planung bis zur Postproduktion. Und ich finde es lustig, eine weitere Postproduktion hinzuzufügen. Ein Element, das die gesamte Kette zerstört. Inspiration für Firdaus Fanjab findet Meriem auf der ganzen Welt. Bei Reality-TV-Stars wie den Kardashians. In der Webserie ist die Figur der Kopftuchdesignerin eine ehrgeizige Geschäftsfrau, deren Zielgruppe die Hijabistas sind, junge verschleierte Bloggerinnen. Ich habe das Fanjab-Projekt ins Leben gerufen, weil es in meiner Heimat eine Kultur gibt, die immer dominanter wird und in der ich mich fremd fühle. Seit ich Marokko vor 11 Jahren verlassen habe, sieht man dort immer mehr verhüllte Frauen. Anfangs hat mich das schockiert. Sogar die Kassiererin im Supermarkt trägt jetzt Kopftuch. Ich wollte mich dieser Welt nähern, mit einem offenen Blick, um sie besser zu verstehen und nicht einfach zu verurteilen. Und mit Firdaus habe ich eine Art Disneyland des Hijab geschaffen. Das ist im Grunde ein liebevoller Ansatz.